Wir erwarten natürlich auch von den Grünen und von der FDP weiterhin wildes Engagement. Adoption, langes Thema. Da reden, ich kann mich daran erinnern, Volker Beck, Claudia Roth, das vor Jahren mal zusammen, da war das schon Thema. Und wir reden immer noch drüber. Also was man erstmal sagen muss, ist, zwei Väter sind Familie, zwei Mütter sind Familie, drei Elternteile, vier Elternteile, Patchwork, Regenbogen sind Familie und ja genau, es kommt auf die Werte an, die gelebt werden, die Liebe, die Fürsorge. Und aber das Problem ist, dass vor dem Gesetz und vor dem Recht werden diese Familien eben nicht gleich behandelt. Und das Schlimmste, ehrlich gesagt, ist für die lesbischen Mütter, weil bei der Ehe für alle wurden quasi bei der Gleichstellung die lesbischen Mütter vergessen. Weil es ist immer noch so, dass wenn ein Kind in eine lesbische Ehe geboren wird, muss die Co-Mutter ein langes Verfahren von sogenannter Stiefkindadoption durchziehen. Das heißt, die ist quasi wie eine Fremde für das Kind. Die muss zum Amt, die muss Bögen ausfüllen, das dauert teilweise ein, zwei Jahre, das ist teuer und das ist total diskriminierend für das Kind und für diese Frau. Und es gibt nichts anderes, als dass auch hier lesbische Ehen gleichgestellt werden, damit sozusagen das Kind Fürsorge gelegt bekommt und alle Familien müssen gleich viel wert sein in diesem Land und da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun in diesem Land. Ja, aber ich kann mich jetzt daran erinnern, wie die Grünen jahrelang für die Ehe für alle sich eingesetzt haben, wie sie laut geschrien haben und so weiter. Und dann die SPD auch mitgeschrien hat, was er am letzten Endes gemacht hat. Aber bei diesen vielen anderen Themen, gerade ihr beiden jetzt als LGBTI-Sprecher der Parteien oder der Fraktion, war man da nicht laut genug oder warum ist nichts passiert? Da ist nichts passiert, weil es von der Regierung nicht gewollt war. Also es gab ja, aber die Ehe für alle war von der Regierung damals auch nicht gewollt und sie ist durchgegangen. Ach, hätte man mehr Schreien. Ich weiß nicht, dass jetzt eine Geschichte gibt. Ja, ich habe auch mal Geschichte gehabt, genau. Das war zumindest genau, vier Jahre zurück. Das ist doch völlig klar, nach der Ehe für alle brauchen wir jetzt die Familie für alle. Es gibt ein paar Dinge, die geschehen sind. Also beispielsweise zwei Männer, die miteinander verheiratet sind in einer Ehe, dürfen ja rein rechtlich gemeinsam adoptieren. Das ist dann oftmals eher eine Frage der Umsetzung vor Ort. Aber wie Sven Lehmann gerade ja zu Recht beschrieben hat, die Zwei-Mütter-Familie ist noch nicht ausreichend abgebildet. Und diese Stiefkind-Adoption mit diesem sehr demütigen, belastenden Verfahren, wo wirklich der Staat bis in die Privatsphäre der Familie hineinhorcht und das Kind auch in dieser Zeit von über einem Jahr nicht abgesichert ist. Was ist, wenn die leibliche Mutter in der Zeit versterben sollte? Dann hat das Kind keinen weiteren Elternteil. Es geht also auch um den Schutz des Kindes. Das muss besser abgedeckt sein. Mir ist aber wichtig, und das gilt auch für uns als Community insgesamt, weil wir viele Themen haben, wo wir manchmal mit verschiedenen Teil-Communities gegeneinander clashen, dass wir auch die vielen anderen Konstellationen von Regenbogenfamilien, beispielsweise auch ein lesbisches, ein schwules Paar, Mehrelternfamilien, Transeltern und vieles, vieles mehr, dass wir das nicht vergessen, sondern wirklich ein Familienrecht uns vornehmen. Und konkrete Vorschläge gibt es da an vielen Stellen ja, was die Vielfalt an Regenbogenfamilien rechtlich absichert und das Wohl der Familie als auch des Kindes jederzeit im Blick hat und nicht irgendwelche konservativen Wertvorstellungen. Wir haben bis jetzt nur über rechtliche Situationen gesprochen, über Situationen, die im Rechtsausschuss oder beziehungsweise im medizinischen Bereich und so weiter. Ich unterstelle niemandem von Ihnen, niemandem, dass dort auch nur ein Hauch von Homofeindlichkeit oder sonst irgendwas bei Ihnen vertreten sein würde. Aber ich sage auch zugleich, jede Ihrer Parteien hat Wähler, die mit Sicherheit auch eine gewisse, als Privatperson, eine Homofeindlichkeit in sich haben. Das ist aber in der Gesellschaft verbreitet und das gibt es in jeder Wählergruppe. Wir erleben leider, leider immer wieder Feindlichkeiten durch diese Partei, die wir vorhin erwähnt haben. Ich denke an einen Fall in Dresden, als jemand getötet wurde. Ich denke daran, als letztens hier in Köln in der Scharfenstraße ein Auto einfach bewusst zurückgesetzt hat und jemanden einfach brutal umgefahren hat. Es gab keinen so großen Verletzungen, wie es hätte sein können, aber es war ja ein Ansatz von Aggressionsbefreiung, von Homofeindlichkeit oder was auch immer. Das sind Dinge, die passieren in unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns einfach diese Posts anschauen, die wir hier als Cologne Pride veröffentlichen und welche Hasskommentare dort heutzutage teilweise drunter stehen, ich muss jetzt einfach Deutsch jetzt reden, da muss ich kotzen. Das ist leider so. Da sind Menschen,
Wir haben vor 8 Wochen die Europameisterschaft gehabt. Und alle haben gedacht, ach, wie schön, lass uns das bunt machen. Ich glaube, die Leute haben einfach gedacht, das sieht doch schön aus in bunt. Das, was dahinter steht, wie die Situation in Polen und in Ungarn und so weiter ist, haben viele wahrscheinlich gar nicht bewusst auf dem Schirm. Liebe Madeleine Eisfeld, was muss die Politik machen? Genau was, um diese Homofeindlichkeit, wir reden jetzt nicht über Gesetze oder so, sondern grundsätzlich die Homofeindlichkeit, was muss passieren, damit diese abnimmt? Das ist eine gute Frage. Ich stelle nur gute Fragen. Ja, das habe ich gemerkt. Sie müssen einfach zusammenarbeiten und Sie müssen Parteigrenzen überschreiten, wenn es darum geht. Wir haben ja heute hier schon einen guten Ansatz. Und ich gehe davon aus, dass meine 4 Leute, die hier mit auf der Bühne stehen, alle davon frei sind. Aber ich habe vorhin schon davor gewarnt, es kann passieren, dass Kräfte an die Macht kommen, die das missbrauchen und die das Rad der Geschichte wieder zurückdrehen wollen. Auch wir hier in Deutschland sind nicht davor gefeit. Wir gucken nach Polen, wir gucken nach Ungarn, von Saudi-Arabien will ich gar nicht erst reden oder von Afghanistan. Aber auch hier ist die Gefahr groß, dass das Rad der Geschichte wieder zurückgedreht wird. Und wir müssen alle Anstrengungen machen, damit das nicht geschieht. Und da müssen wir uns in Grundsatzfragen einig sein und müssen Parteipolitik hinten anstellen. Frau von Miller, die CDU, was bringt die CDU in den Topf, damit solche Homofeindlichkeiten verschwinden? Ich muss sagen, ich bin generell schockiert, wie viel Feindlichkeit in unserer Gesellschaft herrscht, wie viel Feindlichkeit gegen Queer, wie viel Feindlichkeit gegen bestimmte Religionszugehörigkeiten, Antisemitismus, wie viel Feindlichkeiten Frauen gegenüber aufkommen, wenn ich teilweise die Kommentare unter meinen Posts lese, wo es immer wieder heißt, Sie als Mutter, Sie müssen sich um die Kinder kümmern, es ist unfair, dass Sie meinen, Sie müssten arbeiten. Das ist schlimm in unserer Gesellschaft und da müssen wir alle Parteien zusammen dagegen kämpfen, dass wir uns gegenseitig respektieren. Das ist für mich auch die Vorstellung einer Demokratie. Jeder muss so sein können, wie er ist. Jeder muss den anderen akzeptieren auf Augenhöhe. Und es darf keine Distanz geben. Es darf auch nicht die Distanz geben, wir sind queer und ihr seid anders, sondern es ist ein Miteinander. Wir gehören alle zusammen und es zählt einzig und allein der Mensch. Und dafür werde ich mich einsetzen, dass wir es so sehen und dass wir da überparteilich in dem Punkt eng miteinander zusammenarbeiten. Überparteilich. Herr Lauterbach, das ist ja das, was wahrscheinlich die Zukunft ist, wenn wir dann demnächst eine Koalition mit 18 Parteien haben. Was macht die SPD? Wie kriegen wir diesen Menschen das? Das ist ja alles schön, was hier so gesagt wird. Aber gibt es nicht auch was Konkretes? Gibt es nicht irgendwelche Möglichkeiten, das zu reglementieren oder die Leute mit Aktionen zu überzeugen, als immer nur alle zusammen? Weil in den letzten 4 Jahren waren wir ja auch alle zusammen. Es ist ja nichts passiert. Es ist ja schlimmer geworden, was nicht an der Regierung liegt, also, sondern an der Gesellschaft. Ja, ich glaube schon, dass man reagieren kann, auch über Gesetze, indem man also die Toleranzschwelle absenkt, also ab wann bestimmte Formen von Gewalt, und es handelt sich ja hier um Gewalt, strafbar werden und wann nicht. Und tatsächlich also ist eine Null-Toleranz-Grenze hier das, worauf wir hinaus müssen. Denn wenn wir das machen, wenn es klar ist, das sind für uns keine Kavaliersdelikte, das gehört nicht ins Private, sondern das berührt bereits das Strafrecht, dann werden auch viel mehr Menschen begreifen, dass das nicht geht, dass es nicht so geht. Wir haben das Problem ja in vielen Bereichen. Also wir haben es ja nicht nur eben also bei den Menschen, die der LGBTIQ-Gemeinschaft angehören, sondern wir haben einen neuen Antisemitismus. Die Kollegin hat es gesagt, das ist bedrohlich. Wir haben Querdenker-Szenen, wir haben Impfhasser, alles ist immer mit Bedrohung und mit Gewalt verbunden. Und wir müssen uns überlegen, dass wie und wie tief wir die Schwelle senken, dass so etwas schneller strafbar ist, als wir es jetzt haben. Denn zu viel kann derzeit durchgehen und wird wirklich niemals geahndet. Ich möchte übrigens einen Satz, wo ich gerade also bei Corona hängen geblieben bin, für eine Sekunde sagen. Ich bitte alle, wenn irgendwie möglich, weil hier viele auf dem Platz sind, die Maske zu tragen. Ich appelliere an unsere gemeinsame Vernunft. Wir schützen uns selbst und andere damit. Zu diesem Thema möchte ich Folgendes sagen. Ich finde es großartig, dass Sie
heute hier sind und sich selbst davon überzeugen können, wie wunderbar, eigenverantwortlich hier diese Kölner und europaweite Community feiert, Abstand hält. Sie sehen, hier ist alles frei und die Leute halten ganz bewusst Abstand. Und ich hoffe, Herr lieber Dr. Karl Lauterbach, dass Sie in einem der nächsten Tweets, weil Sie ja in einem der letzten geschrieben haben, Sie wünschten sich, es kämen nur die 2G-Gäste hier hin, wenn Sie in einem der nächsten Tweets vielleicht schreiben würden, dass Sie positiv überrascht waren, wie toll das hier gelaufen ist. Ein Riesenapplaus an euch dafür! Was machen wir? Was machen wir, damit wir die Homofeindlichkeit wegkriegen? Komm, jetzt mal die Grünen nach vorne. Ja, wir können jetzt nicht alle Anträge aufzählen, die wir gemacht haben, aber die Frage war ja auch so ein bisschen, dass wir überparteilich, jetzt mal nicht aus dem Wahlkampf mal kurz rausgehen, insgesamt die gesellschaftliche Stimmung. Und ich meine, ich sage das jetzt mal wirklich als jemand, dessen Partei gerade, wo die Wahlplakate mit Hakenkreuzen beschmiert werden. Wir hatten vor einigen Tagen einen Steinwurf auf unsere Büroräume und insgesamt ist dieser Wahlkampf sehr, sehr verroht. Und dann lese ich gestern von der AfD in Köln mit Alice Weidel, die sagt, wir wollen auch in einigen Jahren noch sicher leben können. Wie verlogen ist das eigentlich? Wie verlogen ist das von einer Partei, die nur Hass und Hetze verbreiten im Bundestag? Und deswegen, alle, die hier sind, alle, die hier stehen, können etwas tun bei der Bundestagswahl, nämlich demokratisch zu wählen und dafür zu sorgen, dass diese Hass- und Hetzpartei aus dem Bundestag wieder verschwindet. Es ist nicht meine Aufgabe zu applaudieren, aber hier applaudiere ich. Wählt alles nur nicht blau oder braun, das ist die gleiche Farbe. Ja, die Botschaft kam an, deshalb würde ich mich jetzt nochmal fokussieren auf konkrete Punkte, die ja auch von den Grünen, auch von uns mehrfach im Bundestag beantragt wurden. Es geht um den nationalen Aktionsplan gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit. Und da gibt es eine ganze Reihe an ganz konkreten Vorschlägen. Neben der Ergänzung des Artikel 3 im Grundgesetz haben wir eben drüber gesprochen. Im Strafrecht, auch das eben angeklungen, überall da, wo wir Instrumente haben, gegen beispielsweise rassistische Diskriminierung vorzugehen. Sicherzustellen, dass das auch gegen Homo-, Bi- und Transfeindliche Übergriffe gilt. Es geht um schulische Aufklärung, die wir flächendeckend gewährleisten müssen. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen Schlau NRW, ich war früher selbst ehrenamtlich da tätig. Solche Projekte brauchen wir bundesweit an jeder Schule, um die schulische Aufklärung zu sexuellen und geschlechtlichen Fragen zu stärken. Wir sollten Polizei, Sicherheitskräfte, genauso wie Justizbeamte, übrigens auch Richter und Richterinnen, sensibilisieren für diese Fragen, entsprechend ausbilden. Die brauchen das, was wir in Berlin und neuerdings in Bremen haben, eine systematische statistische Erfassung von Übergriffen verbaler und auch körperlicher Art gegen LSBTI. Sowas gibt es bundesweit bisher nicht. Wir gehen von einer großen Dunkelziffer aus, aber niemand kann das wirklich beschreiben und deshalb können wir keine vernünftige Strategie deswegen dagegen aufbauen. Das mal nur als ein paar Beispiele, die Liste ist noch viel länger. Es gibt jede Menge zu tun. Meine Empfehlung, schaut euch einfach die Wahlprogramme an. Frau von Möller, vielleicht können Sie dafür sorgen, dass die CDU, CSU im nächsten Wahlprogramm irgendeine LSBTI-politische Forderung auch mit aufnimmt. Bei allen anderen gibt es auch Unterschiede in den Programmen. Schaut euch das an und geht dann bitte wählen. 26. September. Ein Schicksalstag für Sie 5. Ein Schicksalstag für uns 80 Millionen. Was wird kommen? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen eins. Wir alle haben es in der Hand. Wir können entscheiden. Bitte, bitte, bitte. Geht wählen. Nutzt die Möglichkeit, dass wir in einem demokratischen Land leben. Nutzt die Möglichkeit, dass wir entscheiden können, wer wie in Zukunft unsere Politik prägen wird. Geht wählen und wählt, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht diese Partei, die sich gerne als blau und von uns als braun bezeichnet wird. Wählt bitte die FDP, die Grünen, die SPD, die CDU oder die Linken. Das ist eine Wahlempfehlung von einem Menschen. Menschen, für uns ist es hier ein großes Thema. Es ist unser Motto, für Menschenrechte. Wir haben jetzt gerade über unsere luxuriösen Menschenrechtsbedingungen gesprochen. Uns geht's gut. Wir arbeiten hier an Situationen, die für andere Menschen Luxussituationen sind. Ich denke gerade an Afghanistan.
Ich brauche nur dieses Wort Afghanistan sagen, dann bekomme ich eine Gänsehaut und kann mir gar nicht vorstellen, was dort gerade abgeht. Und wir werden morgen hier um 17 Uhr einen großen Talk haben zum Thema Menschenrechte. Dort kommen von den Parteien die Parteivorsitzenden bzw. stellvertretenden Parteivorsitzenden. Wir haben hier morgen eine ganz große Promi-Runde, wo es wirklich ausschließlich um Menschenrechte geht. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, wir haben nicht umsonst dieses Thema für uns zum Thema gemacht, zum Motto gemacht. Und ich möchte jetzt gerne, damit unsere lieben 5 Bundestagskandidaten im nächsten Jahr vielleicht in gleicher Runde wieder hier stehen, weil alle in den Deutschen Bundestag eingezogen sind und wir dann ein vertrautes Kaffeekränzchen wieder machen, möchte ich jetzt jedem ganz kurz, und zwar wirklich ganz kurz, die Möglichkeit geben zu sagen, liebe Wählerinnen und Wähler, Sie müssen Madeleine Eisfeld wählen, weil unsere Partei dafür steht, queerfeministische, soziale, antirassistische und antikapitalistische Positionen miteinander zu verknüpfen. Denn ohne die geht es nicht. Auf dem Wahlzettel steht auch die CDU. Und Sie müssen die CDU wählen, weil wir für Vielfalt stehen und weil ich mich dafür einsetzen werde, in ganz besonderem Maße in den nächsten 4 Jahren, wenn Sie mich wählen. Wir haben ihn so oft gesehen in den letzten 15 Monaten und wir wollen ihn noch lange sehen, weil damit wir die Corona-Krise endlich glücklich hinter uns lassen können, mit möglichst wenig Opfern und dass ich danach mit Sven Lehmann in einer rot-grünen Koalition weitermachen kann. Ja, Sven Lehmann, mit dem zukünftigen Ministerkollegen, also wir sind hier immer, die Bild-Zeitung ist hier, habe ich gesehen, könnt ihr morgen schreiben, die Koalitionsverhandlungen sind beendet. Sven Lehmann, warum Grün wählen, warum Sven Lehmann wählen? Also Grün wählen, damit es eine grün-rote Koalition gibt, wo aber Karl Lauterbach auch gerne dann Minister werden darf, wenn es nach mir geht. Und natürlich, weil die Grünen seit unserer Gründung brennen wir für queere Rechte, für Menschenrechte und weil wir in dieser Regierung, wenn wir da reinkommen, kämpfen werden, dass alle Menschen verschieden sein können, aber gleich an Rechten, gleich an Würde und frei von Diskriminierung. Und da werden wir richtig unser Zeug legen nach der Wahl, wenn wir das Vertrauen bekommen. Ja, müssen wir das bei der FDP überhaupt noch fragen? Die Antwort könnte ja sein, weil ohne uns kann sowieso keiner, oder? Nein, die Antwort ist, weil wir konsequent in allen Politikbereichen für Freiheit und Selbstbestimmung stehen. Das gilt für die Bildungspolitik, das gilt in der Wirtschaftspolitik, das gilt auch in der Pandemie und das gilt erst recht für die Queerpolitik. Wir haben heute gesehen, es gibt noch eine ganze Menge zu tun und in welcher Koalition am Ende auch immer. Das sind die Themen, für die wir uns einsetzen und darauf kann sich jeder verlassen. Ich bedanke mich bei allen 5 Parteien, die alle Fehler gemacht haben, die alle vieles richtig gemacht haben und die hier heute ganz tolle Repräsentanten der Partei hingeschickt haben. Vielen Dank. Ich bitte einen Riesenapplaus für unsere politischen Gäste. So.